Abgereiste reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Hallo miteinander, heute will ich euch mal zeigen, wie ihr euch einen kleinen Batterielader, USB-Batterielader, selber basteln könnt. Ne, der ist jetzt für USB und 1,5 Volt, den habe ich von Micha gebastelt, damit man eben hier normale Batterien oder 1,5 Volt Akkus wieder laden kann. Innen drinne ist ein kleiner Re-EMF und ein paar andere kleine Bauteile, da gehe ich gleich näher drauf ein. Ich wollte euch dann noch meinen anderen Prototyp, sag ich mal, zeigen. Und dann gucken wir auch mal rein, wie ich das gebaut habe. So, das war so mein erster Prototyp mit 12 Volt Anschluss. Ihr seht schon, hier liegen auch schon die passenden Akkus dazu, beziehungsweise Batterien, das sind ja keine Akkus, aber ihr könnt doch Akkus oder Batterien damit laden, ist egal. Und zwar ist das auch ein Mini-REMF mit einem kleinen Step-Down, dass ich von den 12 Volt Autobatterie eben runterkomme und damit meine 9 Volt Blocks für die Messgeräte zum Beispiel wieder laden kann, dass ich die nicht egal neu kaufen muss. Ne? Bis dato funktioniert das Ding richtig gut. Ihr habt vielleicht den Unterschied bemerkt, dass ich hier eben eine Spannungsanzeige habe und hier nicht. Da gehe ich dann näher im Video nochmal drauf ein. Ja, ich habe jetzt mal die Teile alle hergesucht. Grob, vielleicht kommt da noch das eine oder andere dazu. Also im Grunde genommen brauchen wir nicht viel, ein altes USB-Kabel, dass wir hier an USB, also wir bauen jetzt die USB-Variante. Wenn ihr die 9 Volt Variante aussehen wollt, ist im Grunde genommen fast dasselbe, dann halt bloß auf 9 Volt eingestellt, dann wäre es in der USB-Version ein Step-Up anstatt Step-Down. Hier ist der Step-Down, mit dem wir dann auf die Spannung runterkommen, dass es mit dem USB passt. Und ja, jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, das habt ihr ja viele schon in unseren Videos gesehen, eben so ein REMF basteln. Also den müssen wir sowieso basteln, aber es gibt da ein paar Möglichkeiten. Und zwar, je nachdem, wie viel ihr laden wollt, beziehungsweise wie schnell, mit wie viel Ampere, müssen wir erstmal entscheiden, was brauchen wir für einen Transistor. Ich sage es mal so, ich habe bei meiner 9 Volt Variante habe ich den BC547 genommen. Ne? Das ist hier der. Das kleine schwarze Ding. Das ist natürlich jetzt dann auf 100 mA maximal begrenzt. Ne, wie gesagt, ich habe Zeit. Ich tue die neuen Weltblocks hier schön gemütlich aufladen. Und fertig ist der Lack. Ne? Wenn ihr natürlich jetzt sagt, wir wollen für die AA-Batterie bauen, dann würde ich empfehlen, ein bisschen größeren Transistor. In dem Fall jetzt BD911. Das ist BC547. Weil bei so einer AA-Batterie kann auch mal locker 100, 200 mA fließen beim Laden, wenn die sehr leer ist. Das ist hier nicht so. Also ihr könnt es hier auch machen, wie ihr lustig seid. Ich werde das Ding jetzt mit einem großen Transistor bauen für AA-Batterien. Quasi dasselbe, was ich von Micha gebaut habe, einfach nochmal für mich. Und da dachte ich mir, komm, das können wir euch ja mal zeigen. Ich denke, das ist ein bisschen eine coole Sache. Können wir ein bisschen hier Akkus und Batterien, vor allen Dingen Batterien wieder laden und brauchen die nicht wegwerfen. Okay, also ich entscheide mich für die bisschen mehr Ampere-Variante, sage ich mal. Das heißt, BC547 kommt schon mal weg. Den könntet ihr aber auch nehmen. Ne? Dann müsst ihr halt den Vorwiderstand so machen, dass halt nicht mehr wie 100 mA fließen kann, sage ich mal. So. Ich werde in dem Video jetzt nochmal zeigen, wie, also ich nehme 0,2er Draht und 0,4er Draht. Ihr könnt theoretisch auch 2x0,4 nehmen. Würde ich, glaube ich, empfehlen bei der mehr Ampere Variante. Ne? Wenn ihr jetzt hier die kleine Variante nehmt, nehmt ihr 0,2 als Trigger. Und ansonsten hier fehlt dann ein bisschen auf der Basis. Das will ich jetzt selber auch mal testen. So, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder könnt ihr das wickeln, ne, ihr macht die Drähte zusammen, fummelt die da durch, wickelt das sauber und dann wird Anfang und Ende zusammengeklemmt. Ich denke mal, das habe ich in vielen Videos schon gezeigt. Das ist eh eine Möglichkeit. Die ergibt sich dann auch noch, bleibt dran, ne, die ergibt sich auch noch in dem, was ich jetzt gleich noch bringe. Und zwar für die. Ich bin ja auch ein bisschen faul, Männers, ne? Wickeln und so, so ist eine Sache und hin und her mit dem Anklemmen, das machen wir noch, guckt mal. Man kann natürlich auch so ein Verritt mit einer Wicklung zum Beispiel drauf kaufen. Ich habe jetzt hier mal zwei Stück nur besorgt, es sind einfach nur Beispiele, ne? Wenn ihr natürlich jetzt, also die werden jetzt, keine Ahnung, für 5 Ampere steht hier, ne?
Also wenn ihr sucht Ringkerndrossel und dann könnt ihr hier eingeben der Ampere und dann kriegt ihr, das war jetzt auch eine mit 5 Ampere, mit die Mikro-Henry-Angabe auch drauf, ne? Falls das jemanden interessiert. Und hier wäre es jetzt so, jetzt brauchen wir ja bloß eine Wicklung drauf machen, ne? Also für die, die selber wickeln wollen, wie das angeklemmt wird, zeige ich euch anhand dieser Wicklung. Ich nehme jetzt mal den kleineren Kern hier, der ein bisschen kleiner ist. Das ist für die Anwendung schon viel zu groß, der Kern. Ne? Also hier so ein kleiner Puppenstubenkern reicht. Ich habe mir mal hier noch einen hingelegt. Das ist jetzt auch nicht ganz so wichtig bei dem, was ihr hier von Kern nehmt. Also das ist schon zu groß, würde ich sagen, für die Anwendung hier. Was ich noch sagen wollte, ist die Ansteuerung. Werde ich versuchen zu optimieren. Ich weiß nicht, ob es überhaupt nötig ist. Und zwar nehmen wir dazu noch eine 10er Diode. Da können wir dann auf der Basis noch ein bisschen zaubern, sag ich mal. Nächster Schritt ist, weil wir wollen ja auch ein bisschen vorankommen. Normalerweise seht ihr ja immer hier die Dioden 4007, 4001, was weiß der Geier, 5408 oder was nur alles gibt. Ne? Das sind aber alles Dioden, die 0,7 Volt Spannungsabfall haben. Abfall ist in dem Sinne böse, kostet sinnlos Energie, brauchen wir nicht. Dafür gibt es hier solche Kandidaten. Das sind Schottky, die haben 0,7 Verlust, also 0,7 Volt Verlust und die haben 0,2, 0,3 ungefähr. Ne? Also sagen wir mal, der Hälfte. Also alles, was er hier verbrezelt, über die Dioden ist, über die, der Hälfte. Deswegen nehme ich jetzt die. Die findet ihr in PC-Netz, seinen alten oder so. Oder eben auch Schottky-Diode. Einfach mal danach suchen. Ich nehme jetzt die hier. Es ist aber eigentlich egal. Ne? Einfach irgendeine Schottky-Diode. Top 20 3YA1. Spul doch nochmal zurück, können wir es eintippen. Keine Ahnung, ob die funktionieren. Ne? Ist jetzt hier Live-Test-Video, na live nicht ganz und so. Und noch eine kleine Erweiterung habt ihr vielleicht schon bei dem gesehen. Hier ist noch ein Potty mit drauf und eine Spannungsanzeige. Das Potty ist halt optional. Ne? Wenn ihr den Vorwiderstand, wenn ihr jetzt sagt, ihr ladet jetzt wirklich nur AA-Batterien, macht ihr den Vorwiderstand. Ja, fummel ich jetzt selber mal raus. Ich habe jetzt hier einen 1K, glaube ich. So, weil ich hier auch 1,5 habe. Bei dem habe ich 1,5. Ne, da habe ich einen Vorwiderstand raus. Genau, da müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Und eventuell machen wir noch einen Body rein, dass wir doch ein bisschen regeln können. Das ist aber nicht zwingend notwendig. Das Voltmeter ist natürlich im Falle einer AA-Batterie geht dieses Voltmeter nicht. Weil das erst ab 3 Volt oder so geht. Ne? Wenn er aber das jetzt für 9 Volt baut, dann könnt ihr euch wie ich habe mir hier einen Taster hingemacht, dass ich das auf dem Ausgang, einfach parallel auf dem Ausgang ist das und mit dem Taster unterbrochen. Und dann könnt ihr euch dann noch die Ladespannung anzeigen oder so. Kleines Gimmick, brauchen wir aber jetzt nicht unbedingt. Ne? In dem Fall hier, ja, keine Ahnung, hat einer, könnte mal einer einen Link reinhauen. Ein Volt, also ein Wattmeter DC, was Milliampere, für Milliampere mit externer Stromversorgung. Das wäre für die Geschichten echt geil, dann könnte man den Ausgang besser sehen und braucht ja nicht 15 Messgeräte anklemmen. Und ja, wer da was hat, bitte mal in die Kommentare. Ja, gut, ich würde sagen, fangen an mit Wickeln. Das ist so der erste Schritt. Das ist der erste Schritt. Und zwar nehme ich jetzt, das ist hier glaube ich 06er Draht sogar, die Wicklung, und ich nehme 04er. Wie gesagt, wir brauchen zwei Wicklungen und eine ist ja schon drauf, also ich wickle jetzt mit diesem Draht, versuche ich ungefähr so viele Wicklungen drauf zu kriegen, wie auf dem drauf sind, ne? Plus minus eine, ist egal, ne? Ist nicht ganz so wichtig. Wäre gut, wenn es ungefähr gleich ist, aber funktioniert auch, wenn es nicht ganz so genau ist. Ne? Dann habt ihr euch eine Wicklung gespart, das Gefitzel und etc. Und das Anklemmen, da hole ich euch dann wieder dazu, weil das wäre dasselbe dann, als wenn ihr jetzt selber wickelt. Oder wickel ich doch selber für den Kleinen? Der Große ist jetzt echt zu groß. Ist ein Beispiel, pass auf Jungs, ich wickel jetzt komplett selber. Ne, nee, ich nehme den Kleinen, der reicht. Theoretisch. Ja, komm, da reicht. Ich nehme die kleine Ränder, wie gesagt, und den so innehmen. Ne? Also das ist jetzt nicht so größer wie Daumenfinger, muss er nicht sein, je nachdem, wie dick eure Wurstfinger sind. Ich habe ja gesagt, ich mache 2x04 und ich habe glaube ich hier... Oh ne, das ist 1er.
Ah, ich habe noch eine Rolle 04er und dann wickel ich mit 2x04, weil wegen Saft. Ne? Bis gleich. So, und zwar habe ich, wie gesagt, 2x04er Draht. Und ich mache mir jetzt einfach mal, ja, so eine Handbreite, was würde das sein? Warte mal hier, mal, ich habe mir das hier markiert, 60, circa 1 Meter Wicklung. Ne, ihr könnt auch ja, 80 cm oder 1 Meter, 1,20 Meter, irgend sowas. Ne? Wenn wir hier wickeln, dann versuchen wir das halbwegs gleich zu machen. Und dazu nehme ich einfach die zwei parallel hier und schneide die richtige Länge einfach ab. Und es wird jetzt auch einfach parallel drauf gewickelt. Und dazu tue ich mir hier oben die zwei Enden verzwirbeln ein bisschen, dass ich sozusagen nur noch einen Draht habe, weil das dann einfacher ist, weil ich das ja immer in der Mitte durchstecken muss und jetzt einfach den gerade lang ziehen, den Draht, beide Drähte, dass sie wirklich exakt gleich lang sind, dass keine Schlaufen werden und so, naja, passt fast, ne? Seht ihr das überhaupt? Nee, ne? Ich habe ein bisschen schlechtes Licht. So, und jetzt tun wir auch das andere Ende auch verzwirbeln, dann lässt sich es einfacher wickeln. Und ja, das Wickeln, denke ich mal, erspare ich euch. Ich erkläre euch einfach kurz das Prinzip. Und dann wickel ich offline, weil sonst muss ich die ganze Zeit in der Luft hier wickeln, da kriege ich dicke Arme. Ne? Neues Fitnessprogramm, Männers. Und zwar, tue ich den Kern erstmal so durch, als mal wie bei so einer Halskette, ne? Hier der Ringkern-Halskette, ihr wisst Bescheid. Und geht ungefähr in die Mitte. So. Und dann ist jetzt nur ein kleiner Wickeltipp. Ne? Jetzt tun wir einmal, sag ich mal, die erste Wicklung drauf machen. Also einmal über den Kern so rüber, von rechts nach links. Und dann könnt ihr mit dem Finger die Wicklung festhalten. Und dann könnt ihr hier schon mal rumwürschen, wie ihr wollt. Und jetzt kommt das, warum wir den, na gut, das andere Ende könnt ihr auch eben mal rumlegen, habt ihr alle Beete fest drin. Und jetzt kommt das, wo wir das zusammengedreht haben, hier vorne. Jetzt muss ich einfach immer hier durchstecken und ja, den Ringkern eben bewickeln. Ist so ein bisschen wie nähen, ne? Einfach so rum. Wäre gut, wenn ihr das halbwegs ein bisschen sauber macht, das schadet nicht. Ne? Schön akkurat Wicklung an Wicklung, wenn es geht. Und achtet bitte drauf, wenn ihr hier, ich zeige es euch jetzt nochmal, ich fädel jetzt nochmal durch. Und wenn wir jetzt hier ziehen, kommt dann hier manchmal eine Schlaufe. Ne? Wenn ihr schnell und gut seid, nehmt ihr die Finger, also mit dem Daumen haltet ihr eben die Wicklung fest. Und mit den Fingern hier könnt ihr das hier so, ne, so ein bisschen drücken und dann nach oben ziehen. Also mehr so ein bisschen in die Richtung, dass eben die Wicklung sich schön über die andere legt. Und dann rutscht ihr mit dem Finger nach. Und zum Beispiel jetzt hier, oh, das ein bisschen rüber drücken, dass wenn er hier reingeht, das schöner geht. Ne? Also nutzt eure Hände, die ihr habt, jetzt eben auch wieder, dass die Schlaufe hier nach vorne schon mal drücken. Ne? Hier dieses Ende, dass sich das nicht verheddert. Und weil es sind ja auch zwei Wicklungen. So, und dann wieder rum und drauf. Ich hoffe, das war jetzt alles auf Video. Die Beispielspule mal richtig gewickelt. Gut, ja, und jetzt erstmal den Kern eben vollwickeln, so weit wie es geht. Ich habe es jetzt immer so gemacht, dass ich die schön, wartet mal, ich kann es euch ja nochmal zeigen. Ich muss bloß gucken, dass ich nicht ganz loslasse. Na gut, so schön sieht es nicht aus. Ja, das ist auch nicht ganz so wichtig, Männer. Sind Damen auch, ne? Wir haben ja auch ein paar weibliche Zuschauer. Ja, das ist schon das Langtier. Mein ist nicht ganz so toll, ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt richtig einfängt. Ich habe echt scheiß Licht. Ich habe alles zugerammelt wegen Sommer. Also das muss jetzt hier nicht akkurat 100% aneinander liegen. Wichtig ist, dass es schön eng ist, damit ihr eben auch viel Wicklung drauf kriegt. Ne? Also nah nebeneinander die Wicklungen und dann einmal rum. Und nicht übereinander. Also ich wickel nicht übereinander. Ihr könnt auch übereinander. Ist nicht ganz so optimal, aber besser ist, wenn ihr dann eben aufhört. Das kann ich euch ja noch mal zeigen. Guck, jetzt haben wir jetzt kann ich euch mal zeigen, wie das normalerweise ist, wenn ihr es nicht so macht. Wenn ihr jetzt weiter zieht,
zieht, dann könnte hier jetzt ein Knoten werden. Ne? Jetzt muss ich hier loslassen, das gerade drehen und dann kann ich es erst durchziehen. Deswegen ist die Technik ein bisschen besser, wenn ihr eben euren Daumen benutzt. Ne? Halt so rum. Und dann, dass ihr hinten die Finger habt, die euch dabei unterstützen. Gut, ich wickel das Ding jetzt mal fertig und dann zeige ich euch noch, wie man es anlegt. So, ich bin einmal rum, die Runde. Nicht ganz so perfekt, ihr seht, so am Anfang habe ich ein bisschen geschludert. Und ein Ende ist ein bisschen länger geworden, übrig geblieben. Das macht aber nichts. Das zwicken wir einfach ab. Die Drähte könnte man jetzt zum Beispiel für so ein Mini RMF noch benutzen, die hänge ich mir dann immer hier hin, wenn ich wieder mal so einen für 9 Volt Block kann man auch den kleineren Draht nehmen. Ja, und jetzt haben wir, wenn wir jetzt von oben drauf gucken, immer zwei Drähte, die zu mir oder zu euch kommen sind und zwei, die weggehen. Als allererstes müssen wir den Lackdraht mal abmachen. Das mache ich immer, ist nicht so die feine englische Art, ne? Aber Feuerzeug ran kurz. Ihr seht das so, wenn das so dampft, dann ist die Lackschicht verbrannt, das ist ein bisschen Klarlack. Zack, seht ihr so ein bisschen, das ist dann angekugelt. Das machen wir hier auch, ne, die muss ich erstmal auseinandertüdeln, Moment. Dann müssen wir mit dem Cuttermesser, hier seht ihr, die sind schon blank, die waren vorher so schwarz. Einfach mit dem Cuttermesser, hier mit einer Hand geht das jetzt nicht. Ist der Kern noch runtergeflogen, hier mal einfach hier abkratzen, den Ruß, ne, dass wir hier Verbindung kriegen, dass da guter Kontakt ist. So, jetzt haben wir die Drähte abisoliert und ich schmeiße es um. Ich habe jetzt mal hier eine Unterlage drunter gemacht, dass man es besser sieht. Und jetzt hält es nicht mehr. Gut, so geht's. So, jetzt haben wir jetzt zwei Wicklungen und vier Drähte. Ne? Und es ist immer, hier sage ich jetzt mal, das müssen wir jetzt definieren, das sind die beiden Anfänge und hier sind die beiden Enden. Aufgabe ist es jetzt, mittels zum Beispiel einem Multimeter Durchgangsprüfung zu machen mit Piepsen hier. Ja moin, geht nicht. Achso, ich muss umstellen. Bei mir muss ich hier auf Piepsen umstellen. Das ist piept, ne? Ihr wisst, bei euren normalen Multimetern hier geht das natürlich schön, müsst ihr auf Piepsen einstellen. Und zwar muss man erstmal rausfinden, welche Wicklung ist, also eine Wicklung muss man halt rausfinden. Das heißt, wir gehen hier irgend an eine anfangen und jetzt muss es hier piepen. Dann sind wir richtig. Falsch. Piep. So. Jetzt mach ich das mal aus, weil das nervig ist. Das heißt jetzt, dass ich es nochmal machen muss, weil mir alles runtergefallen ist. Moment, scheiße. So, nochmal. Jetzt haben wir die auf Durchgangs piept, ne? Also wir müssen die zwei Drähte rausfinden, wo es piept. Die anderen zwei sind jetzt frei. Das bedeutet, das sind die zwei Anfänge und das sind die zwei Enden. Was wir tun müssen ist, das eine Ende mit dem Anfang der anderen Wicklung verbinden. Was heißt in dem Fall jetzt? Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können dieses Ende von dieser Wicklung, wo jetzt die Klemmen dran sind, dieses Ende an diesen Anfang, oder wir können dieses Ende an diesen Anfang. Also einfach über Kreuz anklemmen, nenne ich das immer, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich wäre es jetzt. Ja, wie gesagt, es spielt keine Rolle. Wir können jetzt einfach den nehmen und mit dem verbinden. Ich mache das jetzt mal ohne ein Handproblem. Moment. So, jetzt habe ich später Hände. Jetzt habe ich später Hände frei. Also, wir haben Anfang, Ende, wo die ist eine Spule und die zwei freien ist die andere Spule. Und jetzt nehmen wir das Ende dieser Spule, also ich jetzt, und verbinde das mit dem Anfang der anderen. Einfach hier zusammen zwirbeln und dann später mit dem Kabel verbinden oder was ihr wollt und dann erst verlöten, jetzt noch nicht, dass wir dann den maximalen Kontakt haben. Ja, das war's schon, jetzt können wir das Messgerät schon wieder weg. Da die Wicklungen ja gleich sind, können wir das jetzt hier noch so ein bisschen schön machen, dass eben mal links und rechts rausgeht, haben wir jetzt drei Anschlüsse plus
Also beziehungsweise, nee, Quatsch, nicht plus das Wort Schuldief. Sorry, beim RMF ist das minus der zu ladende Batterie und Kollektor und Basis oder Basis-Kollektor ist in dem Fall egal, weil die Wicklungen gleich groß, gleich lang etc. sind. Ne? Ist ganz einfach gehalten. Kann man auch noch optimieren, aber ich denke, das ist ja schwer genug, das jetzt so erstmal hinzukriegen. Ne? Ja, jetzt können wir die noch nach oben biegen und dann haben wir unsere drei Anschlüsse von der Wicklung, ne? Sieht aus wie so ein Dreizack, ne? Vom Dings. Poseidon. Ja, moin. Gut. Und ja, jetzt im Grunde genommen normale RMF-Schaltung, die kennt ja der ein oder andere schon. Ich mache das jetzt so, ich baue das jetzt nicht nochmal so schön auf wie hier, weil, ja, ich eben ein faules Schwein bin, ne? Für Micha habe ich es hier nochmal schön gemacht, auch mit Batteriehalter. Stellt euch mal vor, das ist das, was wir jetzt alles zusammenklimpern hier drin ist. Ne? Ich werde das Freiluft verdrahtet machen und ja, einfach um auch ein bisschen Zeit zu sparen. Ich hau das dann offline irgendwie in eine Kiste oder so und lade damit einfach meine AA-Batterien. Ich habe auch keinen Halter jetzt mehr da, war der letzte Batteriehalter. Und ja, nur dass ihr Bescheid wisst. Ne? Ich mache es jetzt Freiluft verdrahtet. Ihr solltet das natürlich schon ein bisschen ordentlicher machen. Vielleicht durch eure Schaltung anhand des Gehäuses, was ihr habt, euch daran orientieren. Ne? Wenn wir jetzt mal den Step-Down haben zum Beispiel. Wie gesagt, ich mache es jetzt Freiluftvertratung oder suche mir nochmal ein anderes Gehäuse und mal gucken, ein neues habe ich jetzt nicht mehr da. Ja, dass man sich ein bisschen einrichtet, ne? Wenn man jetzt ein, was weiß ich, wie das Gehäuse. Da ist zum Beispiel hier unten, da ist oben drin der Step Down, dann hier die Wicklung und hier so ein bisschen die Schaltung. Es ist ja nicht viel, ihr seht es ja. Ich wäre hier bei der Version, mal gucken, vielleicht einen kleinen, die können wir ja wegtun, vielleicht auch einen kleinen Kühlkörper nehmen, wo ich die alle festschraube oder so. Mal sehen. Wie gesagt, es fließt nicht viel Strom. Ich baue mir eine kleine sparsame Variante und ja, ich denke, da brauchen wir eigentlich auch keinen Kühlkörper mehr. Ne, mal gucken, ich überlege es mir mal noch. Ich denke, ich werde keinen reinmachen. Ne, wenn er natürlich mit der Ampere, wenn er sagt, ihr wollt das Ding hier auf 10 Ampere pimpen, ne, dann müsst ihr unbedingt den Kühlkörper machen. Aber ich sehe mal zu, dass ich ohne Kühlkörper oder einen passiven. Ne? Na gut. Ich werfe mal einen Lötkolben an und dann starten wir den Schaltplan vom RMF. Blende ich euch ein, das ist immer derselbe Schaltplan. Ne? Ich habe jetzt, wie gesagt, nur die Dioden hier, diese Runden durch die ersetzt. Lasst euch da nicht irritieren. Und ansonsten bleibt es der normale RMF-Schaltplan. Ne? Die 10er-Diode, da gucke ich mal, da messe ich mal noch ein bisschen rum. Aber ich werde die aus dem Video hier raus, also ich zeichne euch sie vielleicht in den Plan mal noch ein. Aber da müsst ihr echt ein bisschen abstimmen, ein bisschen rumspielen. Kommt doch auf eure Wicklung an. Ne? Und hier mal noch ein kleiner Tipp. Bei solchen Batterien hier, egal welches Ding ihr macht. Also ich habe ja jetzt noch mal ein Stückchen abgeschnitten. Ne? Wir hatten gesagt, in Meter. Und ich habe das Stück abgeschnitten. Ich gucke jetzt mal, wie lang das ungefähr ist. Okay, 30 cm. Ups, 30 cm ungefähr. Ne? Also wenn wir jetzt mal sagen, 70 cm Wicklung, Drahtlänge reicht für so einen kleinen Kern. Ne? Gut, hier macht die Kabel nicht zu kurz, dass ihr ein bisschen Spielraum habt. Ihr könnt die dann hier auch noch mal verdrücken, verdrehen und hinbiegen in eure Kiste oder so, das ist egal. Macht den Ringkern und so alles ein bisschen fest und so ist klar. Und wir starten mal in das Zusammentüdeln. So, ich hoffe mal, die Klima stört nicht zu sehr im Hintergrund. Ich mache das jetzt so, als allererstes löten wir mal das USB-Kabel an unseren Step Down. Dazu ja einfach abzwicken den Gegenstecker hier, den brauchen wir ja nicht. In dem Fall ist auch da so verrostet. Ist wirklich ein alter Schrottischer, den können wir echt wegschmeißen. Ja, und dann brauchen wir eigentlich nur abisolieren. Das ist sogar ein ummanteltes. Ich mache mir mal zweimal ein bisschen mehr, dass wir ein bisschen Spielraum haben. Okay, das war mal ein gutes. Ist ummantelt. Und da haben wir jetzt innen drin, da kann man die Folie abtüdeln, theoretisch 4 Kabel. Boah, sogar nochmal mit Verstärkung drin. Das war echt mal ein gutes Kabel. So, dann haben wir Rot
und schwarz in der Regel. Also das Klimbim hier müssen wir entfernen, den weißen und den... Das können wir eigentlich alles wegzwicken. Das brauchen wir nicht. Wobei ich mir den grünen nochmal raussuche. Den machen wir auch extra, damit... So, jetzt können wir den ganzen Krempel abschneiden. Und jetzt machen wir den grünen ein bisschen länger, dass der nicht hier rankommen kann oder so, ne? Ich mache mal das Alu hier noch ein bisschen weg. Dass da keinen Kurzschluss gibt. Schön die Kabel hier. Vor allen Dingen jetzt hier auch die Ummantelung weg. Ja, und dann haben wir Plus und Minus. Natürlich mit dem Multimeter nochmal gegentesten. Einfach ins USB einstecken und hier Plus und Minus testen und Plus und Minus Eingang anlöten. So, ich habe das Messgerät jetzt mal an Plus und Minus. Hier legen wir mal was dazwischen, dass es keinen Kurzschluss gibt. Und wir überprüfen, ob Minus und Schwarz, Minus und Schwarz Rot Plus ist und Schwarz Minus ist. Ne? Hier einfach an. Ich habe jetzt hier ein PV USB. Natürlich umsonst. Huch, ich war ein bisschen tief. Jetzt müsste es hier ja 5 Volt anzeigen. Ne? Bitte auf die Polung achten, muss richtig sein. Warum ich das sage, es gibt nur China-Kabel oder Kabel, wo das eben nicht beachtet wurde. Gut, die 5 Volt passen, können wir anlöten. So, die Schaltung ist jetzt vorbereitet. Einfach USB, wie gesagt, an Eingang löten. Ich denke, das bekommt ihr hin. Und ich habe mir jetzt überlegt, da die Kondensatoren bei den Platinen ja meistens nicht so toll sind, könnt ihr euch noch ein Elko nehmen und den parallel mit auf dem Eingang machen, Plus und Minus. Ne? Mache ich dann, löte ich mir noch ein, einfach, dass es ein bisschen besser ist, weil die Kondis sind echt grottenschlecht. Ich mache das jetzt so, ich weiß ja jetzt, dass ich hier von 5,8 bis 1 Volt runter ungefähr einstellen kann. Wenn ihr jetzt kein Labornetz habt, müsst ihr halt mit dem Ding rumprobieren, eure Schaltung abstimmen etc. Ich nutze jetzt im Video mein Labornetz da und also nicht, dass ihr euch wundert, um die Schaltung erstmal abzustimmen und dann kann ich grob mal die Daten durchgeben. Wie gesagt, aber nur grob, müsst ihr ein bisschen selber machen, je nach Windung, je nach Kern. Müsst ihr ein bisschen gucken. Ne? Im Grunde genommen ist es nur der Vorwiderstand, den ihr einstellen müsst. Beziehungsweise halt ein Potti oder so. Ne? Weil wir die Spannung ja am Step-Down dann noch einstellen können. Hier haben wir ein kleines Potti. Und hier können wir dann den Strom regeln mit über die Ampere. Ich mache das immer so. Ich habe hier eine Testbatterie. Ja, oder in dem Fall, wir müssen ja eine AA-Batterie nehmen. Genau. Hier ist die Testbatterie und ich mache das dann jetzt einfach mit dem Magnet. Klar, ne, besorgt euch einen Batteriehalter, wenn ihr habt, da könnt ihr den jetzt gleich erstmal zum Testen benutzen, dass wir unsere zu ladende Batterie haben. Und dann baue ich mir das meistens erstmal mit Krokoklemmen auf, um zu gucken, was ich noch verändern muss oder nicht. Ne? Das ist in dem Fall, jetzt gehen wir an, zu ladende Batterie minus ist die Mittelanzapfung. Ist jetzt nicht optimal, weil es nicht verlötet ist. Der eine Anschluss ist Kollektor, den können wir theoretisch schon fest rumtüdeln. Das machen wir gleich. Also bei dem BD911 ist Basis, Kollektor, Emitter und hier oben ist auch nochmal Kollektor. Müsst ihr aufpassen, ne? Wenn ihr den irgendwo drauf macht, hier hinten dran ist Kollektor, das Blech. So, da haben wir einen Kollektor schon mal dran. Es ist ja nur noch die Basis übrig und der Eingang ist rechts eben der Minus, eben der vom Labornetz. Da gehe ich da jetzt erstmal ran. Und der Plus ist hier, können wir jetzt auch schon mal ran machen, weil die Basis ist ja noch nicht angeklemmt. Und jetzt kann ich ja zum Beispiel mit dem Potti. Das ist jetzt, glaube ich, 20K oder 10K. Das ist ein 10K Potti. Drehe ich mir erstmal so ungefähr auf die Mitte. Und dann, ja, einen Pin können wir im Grunde genommen wegzwicken oder wegbiegen, je nachdem, wie ihr wollt. Ich lasse ihn jetzt mal dran. Das müsst ihr gucken, wie ihr es einbaut oder wie ihr es machen wollt. Ob wir es überhaupt brauchen, das Potti. Und dann gehen wir halt von Basis auf Potti. So, und dann, wenn ich jetzt...
an die Wicklung den letzten Anschluss gehe, ist ja dann Basis, und jetzt hier rangehe, würde die Schaltung losmachen. Da ist aber einiges zu beachten. Je nachdem, wie die Spannung im Labornetz eingestellt ist, ich stelle jetzt einfach mal, ich stelle jetzt mal vorsichtshalber 2 Volt ein, ne? Einfach sicherheitshalber 2 Volt, und wir klemmen mal an und gucken, jetzt habe ich das Labornetz ausgeschaltet, ja moin. So, jetzt 2 Volt, wir klemmen an, ach nee, jetzt sehen wir ja den Stromverbrauch gar nicht, genau. Da wäre jetzt gerade so beim Abstimmen und so, wäre schon gut, dass ihr ein Ampermeter habt, ein Voltmeter, mit wo man Ampere messen kann. Und ich tue jetzt nochmal den Minus hier wegmachen, abtrennen und in das Messgerät reingehen und mit einem extra Kabel nochmal an Minus, dass wir sehen können, was die Schaltung jetzt zieht. Na, beziehungsweise, nee, Quatsch, das ist ja Blödsinn, das ist mir am Ende egal. Wir machen das anders. Und zwar, wir messen, was in die Batterie geht. Das ist ja viel interessanter, ne? So, und zwar unterbrechen wir dann halt hier mal ein Minus oder ein Plus, egal. Einfach, dass wir die Batterie messen können. Ah, Moment. Da fehlt ja noch die Diode und die Back-EMF-Diode. Ah, Moment, wir müssen ja die Diode noch reinmachen. Ja, dazu gehen wir hier mal in Plus. Das müsste, glaube ich, Kollektor sein. Und dann eine Seite an die Batterie. Genau, da hätte ich jetzt fast die Diode vergessen. So, und von hier messen wir die Ampere. Und jetzt klemmen wir mal an. Mal gucken, was passiert. Ah, jetzt habe ich schon Back-EMF noch nicht. Moment. Wir müssen jetzt nochmal vom Kollektor das andere Ende der Diode, um den Back-EMF, habe ich jetzt Back-EMF vergessen. So, und um zu überprüfen, ob ihr die Diode richtig angeklemmt habt, müssen wir jetzt eigentlich nur Minus-Eingang messen. Und nach der Diode. Ja gut, das zeigt jetzt 4,8, aber das spinnt ein bisschen. Also die Spannung kommt auf jeden Fall durch. Funktioniert, Diode richtig rum eingebaut. Ne? Die Spannung muss natürlich an der Schaltung anliegen, damit es funktioniert. So, jetzt können wir nochmal. Jetzt haben wir theoretisch alles. Okay, es scheint, es läuft schon. Hier im Hintergrund seht ihr, oder auch nicht. Wir sind jetzt bei 7 mA. 7 mA gehen jetzt in die Batterie rein. Und jetzt können wir natürlich mit dem Potti. Ist das hier überhaupt drauf? Also fast. Jetzt können wir mit dem Potti, können wir natürlich jetzt den Strom und so einstellen. Aber rechnerisch haben wir hier ein bisschen Verlust bei der, sagen wir mal, ungefähr 0,5 Volt bis 1 Volt sogar. Das heißt, wenn wir 1,6 Volt laden, 0, naja gut, da könnten 2 Volt schon fast reichen bei der Schaltung, dass wir dann nicht über die Ladeschlussspannung kommen. Ne? Sagen wir jetzt mal, ja, 1,6 Volt, die Diode hat 0,5 ungefähr. Warte mal, das können wir glaube ich sogar messen. Was? Die hat 0,7. Das ist ja voll scheiße. Na egal, nützt jetzt nicht. Also 0,7 müssen wir drauf rechnen. Plus nochmal die Diode im Transistor. Also da kommen wir wahrscheinlich wieder auf die 2,8 Volt ungefähr. Ich mache jetzt mal 2,7 Eingangsspannung. Und jetzt können wir am Potti die Ampere theoretisch hochdrehen. Ich weiß nicht, wird das so falsche Richtung? Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn ich komplett auf 0 komme. Okay, wir waren bei 120 mA, die jetzt in den Akku gehen. Ich denke, der ist jetzt aber ziemlich voll. Ich glaube, das ist schon fast zu viel. Ich denke, wenn wir bei der, also es kommt natürlich darauf an, wenn er jetzt eine, das Beste ist, ihr testet es mit einer leeren Batterie.
und nehme die 2,5, 2,7, das kann ich euch jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht genau sagen. So ungefähr. Oh, sind wir was bei 1,3 Volt. Das geht ja noch. Wenn ich jetzt. Okay. Ah, scheinbar hat er dann einfach nur durchgeschalten. Ja, das ist ja interessant. Okay, dann muss man vielleicht doch auf 2,8. So, jetzt sind wir bei 1,33. Das ist ja interessant. Bei 500 mA. Jetzt drehe ich nochmal hoch. Und dann fällt die Spannung. Hä? Das ist ja eigenartig. Und jetzt steigt sie. Ja gut, kann sein, dass der eventuell einen Kurzschluss drinne hatte. Auf jeden Fall. Ja, großen Ganzen, so könnt ihr euch die Box bauen. Natürlich müsst ihr jetzt alle Kabel noch verlöten, ne? Und wie gesagt, ihr könnt euch abstimmen, wie viel Milliampere in die Batterie gehen soll. Ich mache es nochmal ab, dann müsste es auf 0 gehen. Ja. Tja, jetzt bleibt eigentlich nur noch, wie gesagt, alles zusammenlöten. Mal gucken, wenn ich Kurzschluss mache. Okay, da geht er in Begrenzung. Was verbraucht er jetzt hier? Zeigt es nichts an am Labornetzteil. Gut, habe ich gesagt, wundert mich das jetzt ein bisschen, dass die Spannung. Oder warte mal, war das nicht richtig dran? Eigentlich war doch die Spannung höher. Ich messe es mal mit einem anderen Millimeter. Das ist auch immer so eine Sache, die Messerei bei den Geschichten. Gut, also meine Testbatterie kann sein, dass die jetzt schon ein Kleinen auf die Mütze gekriegt hat. Zeigt auch 1,3. Gut. Naja, also das war es im Endeffekt. Jetzt können wir noch den Widerstand messen, den Vorwiderstand, den wir reingemacht haben. Wie bei Evo gesagt, ich würde so, keine Ahnung, also eigentlich war die Batterie ja voll, ne? Das ist schon ein bisschen komisch. Gut, es kann sein, dass die jetzt eine Macke hat. Wir nehmen jetzt einfach mal eine andere, ich muss das jetzt selber mal gegentesten. Also die Batterie hat 1,57 Volt. Jetzt haben wir keinen Kontakt oder was? Irgendwie ist das jetzt irgendwie nicht so prickelnd. Macht jetzt. Jetzt fällt ja die Batterie. Das gibt's doch gar nicht. Also irgendwas scheint hier nicht hinzuhauen. Okay, ich hab's. Die Diode ist am Sack. Ich habe jetzt hier einfach eine andere Diode genommen. Ganz normal wie im REMF-Schaltplan. Zwei Einzeldioden. Und jetzt müsste es funktionieren. Wir sind bei 1,56 Volt. Jetzt anklemmen. Geht das wieder nicht, das gibt's doch nicht. So, fragt mich bitte nicht, was es war. Es geht auf jeden Fall jetzt wieder. Vielleicht hat hier irgendwie einen Wackelkontakt. Es gehen jetzt 20 mA noch in die Batterie bei 1,57 Volt. Eingang ist 2,8 Volt. Und ja, ich teste jetzt nochmal die Einstellung. Der Micha hat mir mal Batterien geschickt hier, die er hardcore versucht hat zu entladen. Und die kann ich jetzt gut nutzen, um hier mal einen Maximalstrom zu sehen. Ne? Weil jetzt ist ja, sag ich mal, fast Ladeabschlussspannung. Ich will halt auch nicht über die Ladeabschlussspannung drüber gehen. Mal gucken, kann sein, dass jetzt Fatz macht. Ich weiß es nicht. Ich schließe mal an. 130 mA gehen jetzt rein. Ich hoffe mal, das sieht man bei 1,2 Volt jetzt. Ne? Ja, ich denke. Das ist erstmal okay. Ich denke mal, kann man ein bisschen optimieren. Wie gesagt, ein Conti an Eingang noch ran. Und in dem Fall ist jetzt halt einfach ein 10K-Putty. Mal gucken, wie wir regeln können. Ich ganz runterdrehe. 4 mA. Und ganz hoch 118, 116. Batterie steigt da ziemlich schnell, ihr seht's. Können wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr machen, aber ein bisschen schonender laden ist die Gefahr und nicht das Auslaufen und so ein Quatsch. Also ich lasse das so bei 100 mA, wenn ihr mehr machen wollt, könnt ihr machen, aber ich empfehle es nicht.
ja, ganzen Krempel zusammenlöten, ne, dass es ein bisschen kompakter ist, in eine Kiste rein. Und dann habt ihr dieses Ladegerät. Easy peasy, sag ich mal, ne? Mit USB. Ja, zum Testen, wie gesagt, könnt ihr dann noch die, wichtig ist eben jetzt die Ladeabschlussspannung einzuhalten. Und das könnt ihr über das Potty vom Step-Down einstellen. Ne? Also ungefähr 2,8 Volt habe ich jetzt mal eingestellt. Kann natürlich bei euch sein, je nachdem wie gelötet ist, was ihr für Dioden habt, das schwankt ein bisschen. Ich würde sagen, Batterie reinklemmen ins Batteriefach und beim ersten Mal, wenn ihr die zusammenbaut, eben überprüfen. Ich würde nicht über 1,6 Volt gehen. Meine Empfehlung, ihr könnt ja mal in die Kommentare eure Erfahrungen hauen, ist einfach meiner Meinung nach sicher, dass nichts ausläuft und so, dass man die bis 1,6 halten, laden mit, was weiß ich, das wird dann auf 20 mA runterfallen, dass man die einfach einstecken kann, 2-3 Tage dran lassen kann, es passiert nichts und die Batterie ist einfach voll und ist alles safe. Ne? Gut. Ich hoffe, ihr habt Spaß, lasst mal ein Like und einen Daumen da. Like und Abo nicht vergessen. Tschüssi. Ja, ich habe jetzt den Fehler gefunden. Und zwar bei der Doppeldiode. Da gibt es verschiedene. Einmal PNP und einmal NPN. Das war der Fehler. Ich hatte die anscheinend ist verkehrt rum oder kaputt. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe jetzt eine andere genommen. Und dann kann man mit der Kollektor an den einen äußeren mit Plus Quelle den anderen und den in der Mitte, der geht dann auf die Batterie. Ne? Das ist die zu ladende Batterie plus Ausgang. Ja, das war der Fehler. Ich bin bei 120 mA. Es wird nicht warm. Ja. Ich denke, funktioniert. Ich löte das mal Bild zusammen. Ich suche jetzt doch mal noch ein Gehäuse. So, ich habe doch noch ein Gehäuse gefunden. Und zwar ein ehemaliges Ladegerät und habe einfach den RMF jetzt hier reingebaut und den Step-Up und alles, Step-Down, Quatsch. Und wir haben jetzt hier USB-Anschluss, wir stecken mal ein, zack, und Batterie rein. Hört das? Ganz klein bisschen quietscht da auch. Und wir gucken mal, was die Spannung macht. So, 1,52 steigt doch. Mist, müssen wir eine kleinere Batterie nehmen. Ich nehme jetzt mal so eine 3xA in der Hoffnung, dass es ein bisschen schneller geht. Zack, schon auf 1,6. 1,64. Ja, funktioniert auf jeden Fall. 1,65. Ich weiß halt nicht, wie weit wir die laden können. Ne? Ich probiere das jetzt mal aus und eventuell muss ich die Spannung noch müh runterdrehen. 1,67. Naja, ich probiere es einfach aus. Ich habe von Micha hier so eine bisschen ältere Batterie, sage ich mal, die er versucht hat zu entladen und mit der probiere ich es aus. Egal, ob sie ausläuft oder nicht, einfach mal gucken. Ansonsten muss ich mit der Eingangsspannung noch ein bisschen runter. Ich bin jetzt bei 2,8 Volt. Habe ich einen Step-Down eingestellt. Ja, nur mal gucken. Ich hoffe mal, das funktioniert. Gut, soll es dann mal gewesen sein. Falls es noch explodiert oder so, mache ich dann mal noch ein Update-Video. Bis später. Tschüss.